Jawohl, ihr seid ja schon da. Herzlich willkommen zur Frank & Jerry Late Night Show. Heute live aus dem Heimathafen in Oldenburg. Und was das für ein Laden ist, zeige ich euch jetzt. Kommt mit! Leute, wir haben geilen Kaffee aus Bremen. Wir haben geilen Kaffee aus Holste. Wir haben geilen Kaffee von Mr. Jan Kor, the Coffee Guy Hobens aus Wedel bei Hamburg. Und natürlich fantastische, handwerklich gebraute Biere aus aller Welt. Wir haben hausgemachte, ganz gemeine Sachen, die gemeine Karamellcreme, Butter, Sahne, Zucker, garantiert keine Kalorien. Wir haben das gute Zeug, Gin, wir haben Wein, Rum und Whisky und natürlich, Leute, Korn ist sowas von 2021. Liebe Grüße. So, reicht mit der Werbung. Lass uns loslegen mit The Frank & Jerry Late Night Show. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem tosenden Applaus Frank Houston und Jerry Jones! Ah, vielen Dank, Dankeschön. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Frank & Jerry Late Night Show. Heute sind Frank Houston und Jerry Jones zu Gast bei Pascal in Oldenburg in seinem Heimathafen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Sehr gerne. Ja, das ist unsere Partytruppe hier. Ihr seht, hier ist richtig Stimmung. Hier stanzt die Kuh, hier fliegt die Kuh. Wir haben sogar Partyhütchen hinten am Fernsehgerät, wie immer, jedes Mal. Also letzte Woche war große Heimathafen, 5 Jahre Geburtstagsparty und da haben wir uns ja auch kennengelernt. Aber ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ja, natürlich kann Jerry Jones sich daran nicht mehr erinnern, denn nachdem wir unseren Auftritt hatten, war Jerry Jones kurzzeitig weggetreten, beziehungsweise dann für die nächsten Stunden. Was daran lag, dass du vielleicht etwas zu viel Bierintus hattest, was übrigens eine schöne Überleitung ist, denn Bier ist deine Spezialität, Bier richtig? Bier ist meine Spezialität. Ja, schon damals noch als Kreisliga-Kicker gehörte das Duschbier natürlich zur täglichen Dosis. Heute mache ich das Ganze beruflich. Also ich werde für Biertrinken bezahlt. Verrückte Sache. Das wäre was für dich. Ich habe gedacht, Mensch, Bier. Ja, verrücktes. Heute, wo du dich daran erinnern kannst, vielleicht bringe ich mal ein schönes Bier mit. Ja, Mensch. Mr. Jones, würden Sie einmal zu Ihrer Linken, zu diesem Bier greifen? Da steht ja Bier. Und, da steht ja Bier. As if somebody had known. Als wäre es vorbereitet. Ja. Wow. Oh, ich gebe dir schon mal das Bier erstmal durch. Guck mal, dann kannst du das mal hier zeigen. Genau. Von meinem guten Freund Ian aus Elmshorn. Kommt ein schöner, heller Bock von der Simian Brauerei. Der Mann ist eigentlich aufgewachsen in Großbritannien. Ach. Jetzt ist er in Schleswig-Holstein und braut dort Bier. Wir haben ein schönes Bockbier hier. Ja. Bockbier, bisschen mehr Umdrehung. Das macht auch immer ein bisschen mehr Spaß. Ja, das ist wichtig. Spaß. Spaß, das ist ganz viel wert. So. Zum Wohl, ne? Ja, zum Wohl, jawohl. Ja, das ist erstmal schön, dass ich den ganzen Schaum bekommen habe, wenn ich das Ganze mal zeigen darf. Und ihr, aber ich sehe schon, das kommt. Das klärt sich jetzt hier auf. Das ist sehr interessant. Pascal, ich muss dir allerdings etwas gestehen. Ich trinke gerne einen leckeren Saft und trinke, wenn Alkohol, dann vielleicht einen Federweißen, dann bin ich aber auch schon am Ende der Fahnenstange. Und Bier gehört allerdings so gar nicht zu meinem Repertoire. Und deswegen würde ich dieses leckere Bier, trotzdem vielen Dank, einfach gerne an unsere Zuschauerin im Hintergrund abgeben. Unsere Zuschauerin, die hat im Übrigen ja bei deinem Preisausschreiben gewonnen. Richtig. Und sie hat welche Frage beantwortet? Die Frage bei meinem Preisausschreiben lautete, wie heißen Frank und Jerry mit Nachnamen? Tja, und da diese Frage nicht so leicht zu beantworten war, nämlich mit Houston und Jones, haben wir heute nur eine Zuschauerin zu Gast. Aber sie ist so zauberhaft wie 100 Zuschauerinnen. Meine Damen und Herren, ich gebe mein Bier gerne an dich einmal ab. Viel Spaß damit. Dankeschön. Das ist ein sehr edler Tropfen. Ja, aber wenn du nichts zu trinken hast, ich meine, ich möchte gerne mit dir zusammen hier anstoßen. Ja, deswegen was können wir dir denn bieten? Dann? Und zwar die schon vorbereitete Apfelschorle. Ja, ich das ist deine Apfelschorle. Das ist meine. Stellt euch vor, wir haben auch andere Getränke. Ungern, aber notfalls guck mal, hier. Gibt es auch. Ja. Mit Aufdruck. Nö, das nehme ich ganz gerne so. Dankeschön. Ja, dann können wir anstoßen. Ja, komm. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Mr. Houston. Danke. Auch von mir. Ja. Und Pascal. Wohl sein. Wohl sein. Auch an den Geräten zu Hause. An den Geräten zu Hause zum Wohl. Hm. Ach, fantastisch. Ja, ein schönes Bockbier. Wo kommst du eigentlich her? Bockbier. Bockbier, ja. Bockbier kommt natürlich aus Einbeck. Da gibt es heute auch noch eine ganz tolle Einbecker Brauerei. Ja. Einbeck, das hätte ich zunächst als nächstes gesagt. Und das Bockbier ist dort eben sehr, sehr berühmt. Es ist ein Bier, was relativ malzig ist, ein bisschen süß ist, ein bisschen hochprozentig ist und dementsprechend auch sehr viele Kalorien hat. Und dieses Bier wurde im Laufe der Jahre sehr, sehr beliebt bei den Mönchen. Warum? Während der Fastenzeit
darfst du nichts Festes zu dir nehmen. Um trotzdem den Kalorienhaushalt zu decken, hat man also angefangen, Bier zu trinken. Und was eignet sich da besser als ein Bier mit ordentlich vielen Kalorien? Das schöne Einbecker Bockbier. So, Fastenzeit, Zeit der Buße und so. Und die Mönche haben sich dann also Tag ein, Tag aus einen reingekloppt. Irgendwann hat also einer mal von den Obermönchen gesagt, Leute, ein bisschen Kontenance jetzt hier, ne? Gut, haben sie gesagt, fragen wir mal den Chef. Wir nehmen so ein Fass, schicken das zum Papst. Ne? DHL gab es damals noch nicht. Was haben sie gemacht? Auf so eine alte Pferdekutsche mit so einem Gaul dran, hinten Fass drauf, einmal über die Alpen, durch die italienische Sonne, bis nach Rom, bis zum Papst. So, der Papst sich da genüsslich, bam, 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 das Bier angestachelt, ein Glas eingießen lassen, probiert. Was ist passiert? Es ist schlecht geworden. Ach. Er soll das ausgespuckt haben und das kommentiert haben mit den Worten, dieses Bier zu trinken ist eine große Qual. Ihr sollt das während der Fastenzeit in großer Menge und sehr regelmäßig tun. Ne? Und zack, Hossa. Aha, ne? So daher, läuft das beim Papst. Darauf basieren die Säulen der katholischen Kirche, möchte ich meinen. Ne? Und, das hat Pascal gesagt. Ja, also das ist Bockbier. Tatsächlich. Ne? Ja. Und irgendwann hat man dann gesagt, okay, und wenn wir jetzt aber auch die italienischen Mönche beliefern möchten, weil die haben jetzt ja die Absolution bekommen vom Papst, was machen wir also aus dem Bockbier? Wir machen einen Doppelbock drauf. Statt 6% Alkohol nehmen wir 8 und 9% Alkohol. Dann übersteht es auch die Tour nach Italien und die Sonne ohne Geschmackseinbuße, ohne dass es sauer wird, ohne dass es schlecht wird. Und dann können sich auch die italienischen Mönche ordentlich einen reinklabustern. Aber das ist jetzt das Deutsche? Der deutsche Mönch steckt da drin mit 6%? Genau, das ist relativ Suche. Ja. Ist nicht so ganz. Ne? Also ich habe gedacht, in Erinnerung an Mittwoch, dass du den Abend heute miterlebst. Ja, das ist sehr aufmerksam von dir, Pascal. Vielen Dank. Sag mal, erzählst du das deinen Gästen auch hier, wenn die kommen, diese Geschichten? Weil ich finde das sehr unterhaltsam hier. Also ich glaube, ich werde mich hier demnächst einfach mal hinsetzen, zwar kein Bier trinken, aber dir einfach zuhören. Das ist total unterhaltsam. Dann komm ich mit und trink das Bier. Oder? Ja, genau. Ja, wirklich. Also hier ist der Werbeblock. Natürlich kann man auch diese Craft Beer Tastings bei uns machen. Bierverkostung. Aha. Wir verkosten 10 verschiedene Biere, aber nicht ein Jever, ein Becks und ein Krombacher, sondern wir trinken 10 handwerklich gebraute Biere aus kleinen Brauereien from all over the world, ja, die alle ganz unterschiedlich sind. Dazu gibt es witzige Anekdoten, unter anderem eine meiner Lieblingsgeschichten über das verrückteste Bier der Welt. Ne, weil ich habe mich gefragt, was kann man aus Bier machen? Wir Deutschen sind ja sehr strikt, wir haben das Reinheitsgebot, aber andere Länder, andere Sitten. Ne? Ja. So, Island. Wenn ihr an Island denkt, woraus würde man da Bier machen? Und welche Tiere leben dort im Wasser? Wenn ihr jetzt, ihr habt so einen Wal, ne, und solltet daraus ein Bier brauen. Ja. Welches Körperteil eines Wales würdet ihr zu einem Bier verarbeiten? Penis. So. Was? Also, nicht ganz, sondern das kleine Anhängsel des Penis, der Hoden. So, ganz kurz. Aber jetzt Entschuldigung. Nee, erzählt gleich weiter. Wir müssen ganz kurz jetzt eine Altersbeschränkung einblenden. Also, dieses Bier hört auf den Namen Dung Smoked Whale Testicle Ale. Also das in Kot geräucherte Walhodenbier. Wie muss man sich das vorstellen? Island ist eine von wenigen Nationen, die nach wie vor aus wissenschaftlichen Gründen Walfang betreiben. So, Walhoden sind da einfach auch über. Ne? Das heißt, Walhoden kannst du nicht mal Hundefutter draus machen. Die sagen, bringt dir mal her, wir machen geiles Bier draus. So, diese Walhoden werden erstmal schön richtig schön eingerieben mit Meersalzkristallen. Dann kommt dieser gesalzene Walhoden in die Räucherkammer. Wird geräuchert, aber nicht über Buchenholz oder Torf, sondern über getrockneter Schafscheiße. Und dieser geräucherte, gesalzene Walhoden wird dann eine Stunde lang zusammen mit dem Hopfen gekocht. Fertig ist das verrückteste Bier der Welt. Wirklich? Aus Island. Kein Witz. Aber jetzt mal eine Frage, nicht? Ich meine, kleiner Hoden, was ist denn die Größe von so einem Walhoden? Ja, so. Tatsächlich ungefähr, das ist die Größe eines Walhodens. So ein Meter, Meter 10 Durchmesser. Ja, wenn es schmeckt, schmeckt es, ne? Faszinierend. Wirklich faszinierend. Ich möchte heute einen Geburtstagsgruß loswerden, denn jemand aus meinem Familienkreis, Jerry Jones hat Familie, hat Geburtstag gehabt an diesem Tag, wo wir diese Aufnahme gemacht haben. Und nachträglich möchte ich jetzt auf den 92. Geburtstag von Siegfried anstoßen. Okay, hört. So. Und da möchte ich auch diesen Grund dafür nutzen, um das Glas zu erheben. Aber nicht mit eurem Bier davon vorhin, nein, oder? Nein. Meine Lieben, wir werden jetzt auf Siegfried anstoßen. Zu deinem 92. Geburtstag wünschen wir dir alles Gute. Beste Gesundheit weiterhin. Und wir stimmen auch ein kleines Geburtstagslied an. Jerry Jones singt jetzt mit Frank Houston und Pascal aus dem Heimathafen und der Zuschauerin des Tages hinten an der Theke und der Aufnahmeleitung, Sandra, ein Happy Birthday. Genau.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Siegfried. Happy Birthday to you. Cheers. Alles Liebe und Gute aus Oldenburg. Siegi, mach ich gut. Auf dich, ne? Auf die nächsten 92. Sag mal, wo wir gerade gesungen haben, wären wir jetzt tatsächlich irgendwie nach einem Song. Wir haben zwar keinen vorbereitet, aber weißt du, was ich da vorhin gesehen habe? Irgendwo stand dieses Ding, so eine Ukulele. Ach, hier unsere Deko-Ukulele, ja. Darf ich die mal holen? Ja, hol die doch mal. Guck dir das an. Es ist ja so, dass ich auch diese Ukulele natürlich sehr bewundere und es auch gerne spielen würde. Aber ich kann es nicht, deswegen gebe ich. Kannst du das? Nein, ich kann es auch nicht. Nee, da muss man weiterreichen. Kannst du das? Ja, aber das habe ich schon gehört. Und da kommt auch schon der Clever da kommt der und dann schnappt er das der Hackenbeißer. Gibt es da nicht ein YouTube-Tutorial, wo man das schnell lernen könnte? Ja, bestimmt. Nee, aber ich könnte dir ganz kurz ein paar Akkorde nennen. Und wenn du die gleich einfach nachspielst, immer ganz taktisch, dann ist das nicht so kompliziert. Und zwar wäre das A-Moll, D-Moll, G-Dur, C. Wir lassen die ganzen Septimen und so weiter weg. Und dann zack, ein bisschen, dann ergibt... Das ist ein schönes Lied. Weißt du, welches das ist? Ja, weißt du das? Habe ich ihm die Akkorde genannt oder was? Ich höre es doch. Okay, dann wir steigen ein, ja? Warte. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling. My heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, oh please be true. In other words, I love you. Also wirklich. Und es hat mich da so ein bisschen erinnert an damalige Zeiten mit, wie hieß er, Stefan Raab, der sah genauso aus mit der Ukulele. Ja, ja. Ja? Man sagt, ich habe auch den Überbiss. Ja, er hat den Überbiss. Es ist so ein bisschen... So, ja. Folgendes habe ich noch vorbereitet. Ja. Aber du hast richtig schon, du hast wirklich einen Tee, oder? Ein ganz bisschen. Ja, ja. Das mache ich den ganzen Tag gearbeitet und jetzt... Nichts gegessen, ne? Nichts gegessen, Rollo Arabic. Rollo Arabic, halt. Aber sonst nichts gegessen, außer diese 2000 Kalorien. Genau, ja, und ein bisschen Bier getrunken von deinem Island. Ja, genau, das war sehr schmackhaft. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, das war eine sehr interessante Folge, oder? Absolut. Irgendwie. Und ich finde auch, das sollten wir unbedingt wiederholen. Also diese Folgen draußen, die machen mir wahnsinnig viel Spaß. Insbesondere jetzt während der Sommerzeit ist das hier natürlich viel schöner als in unserem Fernsehstudio. Denn da sind es ja leicht, wie wir letztes Mal schon gehört haben, über 800 Grad mittlerweile im Sommer. Locker 800 Aber hier ist es total schön. Sag mal, wo können wir denn noch auftreten? Hier und wo hatten wir noch eine Möglichkeit? Ich könnte mir vorstellen... Im Stadtmuseum Oldenburg. So, ach, bam. Ne? Was gibt's da? Was viele nicht wissen, da gibt es auch ein Café. Und wie es das Schicksal so will, hat man uns nicht gefragt, ob wir das betreiben wollen, bis das Stadtmuseum umgebaut wird, also Ende Februar. Und ach, guck. Da gibt es den schönsten Biergarten der Stadt, der eigentlich nur darauf wartet, dass Frank Houston und Jerry Jones dort ihre Late-Night-Show abhalten. Und dann, weil das so ist, und wir hatten ja schon ein ganz bisschen über mögliche Termine gesprochen, deswegen, ihr Lieben, müssen wir tatsächlich einen Termin an dieser Stelle auch verschieben, weil wir ein bisschen in Produktionsengpässe kommen. Und zwar den angekündigten Termin vom 5. September in Bad Zwischenahn, den würden wir gerne um eine Woche verschieben, und zwar auf den 12.9. Genau, und da wird es ja eine sehr interessante Folge geben zum Thema Kunst und Kultur und zu dieser ganzen Branche, der es im Moment eben verdammt schlecht geht. Und da senden wir dann aus Bad Zwischenahn, aus drei Bergen. Aus drei Bergen, aus dem Hotel 53 Grad. Und jetzt würde ich tatsächlich einfach sagen, dass unser Gast hier noch in unsere Runde kommt. Meine Lieben, das war's. Frank und Jerry gehen jetzt ins Bett. Gleich nach dem ganzen Abbauen hier. Vielen Dank an Frank Houston, an Sandra, die Aufnahmeleitung, hier an Pascal, unseren Chef vom Heimathafen. Wir sagen Dankeschön, es war richtig wunderbar hier in Oldenburg. Wir bedanken uns bei unserer Gästin. Bis bald. Dankeschön.